Ja, es ist natürlich auch eine Erinnerung an meine alte Zeit. Ich war selber 40 Jahre Polizist, war 3 Jahre auf einem Aussenposten. Und ja, das ist eigentlich für mich eine naheliegende Sache, um dann so etwas auch wieder vor den Mann zu bringen. In erster Linie haben wir diesen Raum und auch beide Räume wieder so gemacht, wie es 1907, wo man es gebaut hat, sind. Also farblich und ausführungsmäßig. Der Boden, alles hat man wieder so gemacht, wie es war. Man hat es restauriert. Das ist das Wesentliche. Man hat auch versucht, wieder Möbel hineinzustellen wie damals. Es ist nicht alles ganz schön gelungen, aber ich würde sagen, Ambiente und alles ist eigentlich schön gelungen, ja. Der historische Polizeiposten bedeutet für uns die Möglichkeit, in die Vergangenheit zurückzuschauen, wie man Polizeiarbeit früher noch gemacht hat, auch zu vergleichen, wie wir es heute machen. Wir sehen, dass man auch früher schon unbedingt näher an die Bevölkerung wollte. Das ist auch heute ein Anspruch. Und in dem Sinn ist es ein gutes Bild, das wir hier überkommen. Ja, die Stadtpolizei trägt dazu bei, dass in dieser Stadt die Sicherheit gewährleistet ist. Und wo die Sicherheit gewährleistet ist, ist auch die Lebensqualität höher. Also, wenn man auch von den Bevölkerungsbefragungen ausgeht, wenn man für Resultate erzielt, erfreut sich die Stadtpolizei Gott sei Dank grosser Beliebtheit in der Bevölkerung, weil eben die Bevölkerung sieht, was der Wert ist von einer eigenen Polizei.